Auf der Emotrans, der Kirchenmesse für Mobilität und Eisenbahnwesen in Berlin, wird aktuell eine Neuheit präsentiert, extra für Vorarlberg eigentlich. Der Talent 3 hinter mir ist eine Weltneuheit und wird hier erstmals quasi serienfertig präsentiert. Wir sind gemeinsam hier mit Landesrat Johannes Rauch und schauen uns an, wie der Zug der Zukunft für Vorarlberg aussieht. Es ist dies der Talent 3. Der hat den Vorteil, dass er deutlich und zwar sehr viel mehr Platz hat wie die bisherigen Züge. Die Sitzplätze sind fast verdoppelt, die Fahrradmitnahme vervierfacht. Die Sitzabstände zwischen den Sitzen sind größer, man ist nicht mehr Bein an Bein sozusagen, voll klimatisiert natürlich. Infobildschirme in allen Zügen, damit man die Anschlusssicherung sieht, WLAN-Ausstattung auch. Und das Besondere, was man hier im Hintergrund sieht, ist das eigene Fahrradabteil. Es ist das größte in der Form in Österreich mit speziellen Halterungen, dass man die Fahrräder sicher aufstellen kann. Wir haben breite Eingangssituationen, man muss die Fahrräder nicht mehr stapeln, war bisher ein Chaos. Also insgesamt kann sich Vorarlberg ab nächstem Jahr auf eine Zukunft freuen, die Bahnfahren im 21. Jahrhundert so attraktiv macht, dass man eigentlich lieber mit dem Zug fährt. Der Talent 3 ist ein weiteres Familienmitglied in der CityJet-Familie. Wir haben ja die strategische Ambition, dass wir Bahnfahren im nahen Regionalverkehr zu einem Teil des modernen Lebensstils in unserem Land machen wollen. Dazu brauchen wir Züge mit einem ansprechenden Design. Wir denken, es ist uns mit dem Talent 3 ganz gut gelungen und wir wollen insgesamt unsere gesamte Nahverkehrsflotte auf einen solchen Standard bringen. Das wird einige Jahre dauern. Das geht durch die Anschaffung von neuen Zügen, aber auch durch ein Refurbishment von bestehenden Zügen, und das wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen.